Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge, die Sims 4. Ja, in der letzten Folge sind wir so ein bisschen in Willow Creek herumgewatschelt und haben, so ein bisschen, was über Vampire dort erfahren wollen, ein Vampir treffen wollen oder ähnliches. Und die haben uns irgendwie alle gesagt, wir sollten in die Bibliothek gehen und dort halt, lesen oder so. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier und suche nach Büchern, die vielleicht über Vampire sind, aber ich finde keine. Toll, ne? Bin jetzt extra in die Bibliothek gefahren und fing den rein. Gar nichts. Okay, was war das? Die Chroniken von Rodiek. Science Fiction, okay. Ich suche aber kein Science Fiction Buch. Ich suche ein Vampirbuch. Ein super cooles Vampirbuch. Gartenfähigkeit. Ein Krimi. Ein Fantasy. Ah, dann lesen wir in der Zeit das Fantasy-Buch. Es ist ja Alice Jam. Und hier sind wahrscheinlich. Nee, hier sind es überall genau dieselben Bücher drin. Ist ja voll nervig. Das ist ja nervig. Aber wo können wir denn noch? Hier haben wir noch eine Bibliothek. Dann fahren wir da mal schnell rüber. Irgendwo muss man ja, wenn sie meinen, ja, schaut in der Bibliothek oder sowas nach, irgendwo muss man doch eigentlich dann auch was finden. Weil das Einzige, was, also womit wir jetzt eigentlich unsere Fähigkeit verbessern können, ist halt über Vampire zu reden. Oder jetzt zu einem Vampir zu werden und halt Vampirsachen zu machen. Aber man muss doch auch als Mensch die volle Fähigkeit bekommen können irgendwie. Oder nicht? Also sich voll und ganz in die Vampirwelt. Ist ein bisschen komisch. Das sind auch keine Vampirbücher oder sowas. Es ist total seltsam. Also diese Vampirfähigkeit. In Forgotten Hollow gibt's halt auch. Hey, der Wunder welche. In Forgotten Hollow gibt es halt auch nichts, wo man jetzt mehr über Vampire lernen könnte. Naja, dann gehen wir jetzt einfach wieder nach Hause und wir können ja eigentlich mal das Mädchen mal anrufen. Und, oder können wir die mitnehmen? Da, Mareike Heck. Nehmen wir die einfach mal mit? Wir haben sie zwischendurch angerufen und so, hey, hast du Lust mit mir abzuhängen und kommst du mal rüber? Jindy wurde bezahlt. Fragen Sie mal nach der Karriere. Wir reden so ein bisschen über Interessen. Ist eine Schülerin. Fragen nach dem Tag. Und dann können wir doch eigentlich auch oben ins Zimmer gehen. Hier sitzen und plaudern. Das sollte doch einigermaßen funktionieren. Also besonders, wir können das halt nur nochmal lesen. Ich leg das da mal hin. Das sieht bestimmt cool aus, wenn das da so liegt. Ja, sie ist super schnell angespannt, sobald es halt geht, mit mehreren Leuten zu reden. Hä, wo sind die jetzt? Ach, die kommt. Ah, die kommt ja nicht rein, ne? Ach, hier, ach ja. Ah, da müssen wir sie vielleicht hier zur Gruppe Freunde hinzufügen. Kenne ich die vielleicht hier? Nein. Ah, dich wird angerufen. Nee, du Mutti. Ah, da müssen wir halt draußen mit der reden.
Devin. Wir reden so ein bisschen über Interessen. Wir diskutieren mit ihr natürlich über Vampirzeugs. Also die Fähigkeiten wirklich da hochzukriegen, ist wirklich sehr... Ja, wir sind aber, also wir sind schon auf Level 5, aber es ist halt trotzdem, finde ich, nicht ganz so einfach. Kann ich sie nicht, kann ich dir jetzt schon Angst über mir hinzugeben? Okay, ich glaube, ich bitte sie jetzt einfach mal gerade zu gehen, bevor sie mir hier verbrennt. Ich muss mal kurz einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns gleich wieder. Yep, da bin ich wieder. Wir hatten hier gerade so komische Geräusche gemacht. Ist die jetzt gegangen? Ich habe nämlich gerade nicht auf Pause gemacht. Ich habe die jetzt in der Zwischenzeit halt wirklich Hausaufgaben machen lassen. Ach, die steht hier noch. Du solltest vielleicht jetzt echt mal gehen, sonst bist du gleich tot. So wie du aussiehst. Bitte geh. Ich glaube, sie ist gerade vor unseren Augen gestorben. Okay, so stirbt ein Vampir. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Das war jetzt nicht mein Ziel. Traurig im Angesicht des Sensenmanns. Ja, ist okay. Also, dass sie sich... Ihr kanntet die doch alle gar nicht. Warum heult ihr? Mareike Heck ist von uns gegangen, nachdem das was? Gegenstrategie. Da wurde sie vor kurzem vor ein paar Mitschülern gehänselt. Soll sie sich auf intelligente Weise rächen oder sie ignorieren und hoffen, dass wir ignorieren einfach? Nachdem das leidenschaftliche Flehen von Sarah beim Sensenmann auf taube Ohren gestoßen ist. Vampire sind irgendwie dumm, oder? Also den entferne ich natürlich. Und ja, wir werden sie auch wiedersehen, so ist es nicht. Also dieses, Nein! Das wollte ich gar nicht. Geist ins Jenseits entlassen. Okay, das können wir machen. Wenn die Seele von Mareike ins Jenseits entlassen wird, wird sie uns aus dem Diesseits entschwinden und für immer frei sein. Ah, das ist ja cool. Ich kann es nicht erwarten, dich. Ja. Quatsch mal so ein bisschen mit dem Sensenmann. Ich erwarte, dich zu sehen. Ja, das ist doch schön. Hallo Sensenmann, ich möchte mich ein bisschen mit Ihnen unterhalten. Ich möchte ihn so ein bisschen kennenlernen. Das ist bestimmt interessant zu wissen, wer Sensenmann ist. Ich werde sie auf jeden Fall wieder ins Spiel holen. Also so ist es nicht. Ich habe die gespeichert, die von mir. Ich wollte ja, dass sie eigentlich nicht stirbt und habt ja die ganze Zeit gesagt, du sollst sie nach Hause schicken. Aber ja, der Angriff hat dann doch, der Kater hat es ein bisschen da versaut. Danke. Und das Spiel ist einfach buggy. Und Vampire sind dumm, weil sie sich nicht um sich selbst kümmern. Das ist irgendwie sehr interessant. Und du solltest eigentlich jetzt mal zur Schule gehen. Hört ihr jetzt mal alle auf, hier zu heulen? Kann ich den Scheiß da jetzt mal endlich entfernen?
Warum kann... Ich kann ihn nur ins Inventar tun. Ah, stimmt. Wir haben ja dieses Foto. Doch. Machen wir hier noch so eine Rose hin. Aber dann muss das... So. Und dann da noch eine Rose. Einfach überall Rosen verteilen. Dann trauern die mir wenigstens nicht die ganze Zeit da dran. Und ihr könnt alle wieder glücklich sein. Die kommt eh wieder. Wir werden sie eh wiedersehen. Ach, mir ist das bescheuert. Ja, ja, verschwinde tot. Ist okay. Jetzt gehen die alle hier irgendwo heulen. Ey, das ist doch... Hier, fütter die mal. Ihr müsst doch jetzt nicht heulen deswegen. So, ich ernte jetzt mal alles. Dann nehmen wir doch einfach mal ein Bad. Freundschaftsdienst. Der Freund von Sarah hat nicht für die wichtige Klassenarbeit ermahnt. Wir helfen einfach mal. Okay, wir helfen nicht. Okay, dann halt nicht. Okay, du hast sie gefüttert. Dann kann das doch hier irgendjemand mal fortsetzen. So, du erntest gerade alles. Das ist gut. Dadurch kriegen wir nämlich richtig... Es ist echt so ein bisschen seltsam, dass man durch Gartenarbeit mehr verdient als durch normales Arbeiten. Also eigentlich... Leute, wenn ihr genügend Geld erstmal für eine Zeit habt, dann macht die Gartenfähigkeit auf Level... Oder versucht nebenbei die Gartenfähigkeit auf Level 10 zu kriegen und pflanzt dann einfach nur noch Sachen an. Ich verkaufe die Dinger mal, die verwenden wir eh nie. Die verwenden wir eh nie. Besonders wenn ihr so besondere Sachen kriegt... Dann, mein Gott, da verkauft sich das. Ich weiß jetzt echt nicht, wie viel wir gekriegt haben, aber so ein paar tausend bestimmt. Da spiel das einfach mal weiter. Nehmen wir auch noch ein Bild. Was von Essen. Da haben wir die ganzen Bilder hier von dem Essen in der Küche. Da kann sogar auch eins sein. Das ist ja. Warum schlafen die nicht richtig? Also irgendwas ist jetzt wirklich seit den neuen Sachen. Die legen sich auf Bänke anstelle sich einfach ins Bett zu legen und zu schlafen. Das ist total komisch. Komm, geh mal lieber gerade auf die Toilette. Irgendeiner wird angerufen. Oh, wahrscheinlich weil unsere Leistungen einfach nur schlecht sind. Ja. Ist bewusst. Ja, ich mache hier meine Hausaufgaben. Gehen alle natürlich irgendwie schlafen. Geh doch. Also die sind alle todmüde und sie legen sich nicht komplett ins Bett. So, und ich wollte ja eigentlich die Geburtstagsparty veranstalten, aber irgendwie sind jetzt alle so müde. Dass daraus nichts wird. Nein. So. Ja, er braucht eigentlich nämlich auch Spaß.
Ach ja. Schräger Humor und krasses Späßefestival. Nein, danke. Ey, was sie hier alle anrufen? Nein, danke. Wir rufen immer dann an, wenn wir am Schlafen sind, ne? Was tun du da? Du schlafen? Wir gehen jetzt einfach alle ins Bett und schlafen. Mein Nachbar hat mir erzählt, dass man von den Tees auf den... Ach nein. Ich wollte eigentlich schon immer mit ihm halt einfach ein Restaurant oder sowas kaufen oder einen Einzelhandel, aber irgendwie... Ich glaube, mit so vielen Sims wird das überhaupt nichts. Und ich finde gerade die Geschichten der Teenies spannender, weil sie sind jetzt halt... Ja, sie haben... Axel hat seine große Liebe gefunden, hat Kinder bekommen, lebt jetzt ganz glücklich und ja, zu Hause, alles super und schön und alles klasse und toll. Melody hat Tim jetzt gefunden, die sind jetzt offiziell auch zusammen. Die werden natürlich jetzt auch vielleicht, also werden bald heiraten und sind natürlich überglücklich. Ob dann noch was schief geht, ist halt noch so eine Sache, aber eigentlich, die verstehen sich ja super. Und da will ich halt auch dann nicht immer so dazwischen drängen. Und dann sind für mich jetzt gerade die Kinder, die die interessantere Geschichte spielen. Besonders da Vanessa jemand ist, der halt einfach nur mit Jungs, 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 Jungs. Also ich will mit ganz vielen Jungs was zu tun haben. Aber ja, dann unsere Sarah, die einfach ja, super so auf... Ja, Okkultismus und sowas steht, so auf düstere Sachen. Und ja, also die beiden sind gerade die Geschichten, die ich gerade am spannendest, ja, die ich sehr spannend finde, so. Kannst du bitte vielleicht aus meinem Zimmer gehen? Management, Feuer und Tadeln loben. Warte, ich lob den mal. Gingy ist mit der Bewertung zufrieden und wird seine Aufgaben in nächster Zeit noch ein wenig schneller erfüllen. Das hoffe ich natürlich. Und ich dann glaube, dann gehe ich in der Zeit halt die füttern. Ich glaube, er geht jetzt gerade auch schlafen, oder? Ja, er geht jetzt auch schlafen. Wir gehen natürlich duschen. Einmal richtig schön duschen und dann komm, machen wir einfach eine Party. Obwohl, es ist schon echt spät, ne? Aber egal. Mitten in der Nacht starten sich Partys am besten. Und das ist eigentlich auch mitten in der Woche, aber das ist ja nicht ganz so schlimm. Gesellschaftliches Ereignis planen. Du sitzt da einfach und isst jetzt. Das ist auch was Interessantes. So, wir wollen natürlich eine Geburtstagsparty machen. Und das Geburtstagskind ist der liebe Max, der gerade krank ist, so wie ich das sehe. Und wir laden mal so ein paar Leute ein, die vielleicht nicht hier so dazugehören. Oh, wir müssen unsere Freundin einladen. Dann lassen wir die beiden mal weg und nehmen die, weil die kennen wir ein bisschen besser. Und das sollte dann ja passen, oder? Obwohl, wir sollten noch Oma, Opa einladen. Dann lassen wir die mal weg und laden Oma, Opa und Tante ein. Und die anderen sind ja eh auf der Party dann da. Können wir noch jemanden einladen? Ja, theoretisch schon.
Dann nehmen wir einfach noch den Lukas-Mansch. Der ist ja, glaube ich, auch in unserem Alter oder so. Das sollte dann passen. Aber dann können wir halt keine Beziehung mehr zu Annika führen. Das ist das Problem. Caterer. Ne, passt schon. Entertainer passt eigentlich. Nee, passt schon so. Es muss ja nicht so. Ich möchte. Eigentlich. Es sind jetzt so viele Möglichkeiten, wo wir feiern können. Wie können wir nicht zu Hause feiern? Doch, Försterresidenz. Ich kann sagen. Für eine Geburtstagsfeier wird ein Kuchen benötigt. Und den können wir doch eben. Ach, backen. Kochen. Also eigentlich sollte der Kuchen unter Backen fallen, meiner Meinung nach. Machen wir mal schnell einen Schokokuchen. Na komm. Machen wir schnell einen Kuchen. Wir haben hier keine Musikanlage, ne? Und jetzt stelle ich schnell eine Musikanlage auf. Weg damit. Einmal eine Musikanlage. Wir könnten auch einen richtigen DJ und so. Ich glaube, hier die Musikanlage reicht. Einschalten. New Age machen wir. Und dann müssen wir hier die... Ach nee. Ah, aufschließen. So, dann können die nämlich hochkommen. Oh, okay. Haben wir noch Medizin? Hol dir mal gerade kurz eine Medizin. Und die nimmst du gerade mal. So, dann tanzen wir. Und da du jetzt auch wach bist, dann tanzen wir. So, wir machen jetzt auf hoch. Sender wechseln. Irgendwie was wirklich. Pop. So. Machst du jetzt nicht die Geburtstagskuchen? Mach den Geburtstagskuchen! Irgendeiner muss doch jemand Geburtstagskuchen machen. Okay, wir kümmern uns gerade mal um dich. Und dann können wir einfach. So, es ist so eine kleine Geburtstagsparty. Er soll ja auch einfach nur Eltern oder Altären. Jetzt, es werden schon wieder alle krank. Das ist echt, ja. Wieso machst du... Ey, du bist so ein Honk, Mensch. Mach da den Kuchen nicht jetzt rein, Mensch. Geburtstagskerzen hinzufügen. Nimm mal die Medizin. Ersetzen. Und da es so eine kleine Geburtstagsparty ist, werden wir jetzt ja, einfach mal die Kerzen auspusten. Yay! Er hat Geburtstag! Und wird nun älter. Und dafür nehme ich wieder meine App.
So, Zufallszahl. Wir haben hier die Themenbereiche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also von 1 bis 11. Ich schaue doch mal, ob das auch dann passt. So, eine Zufallszahl, die Nummer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 essen. Passt doch echt gut. Und dann 1. Dann nehmen wir aber echt Meisterkoch, ey. Sorry, das ist so. Und 1 bis 2. Nehmen wir Meisterkoch, weil das passt überhaupt nicht zu ihm. Er ist ja ein Vielfraß. Ich finde, dann passt Meisterkoch zu werden, passt auch mega zu ihm. Konnte man sich noch ein Merkmal aussuchen? Nee, ne? Nee, das passt. Okay, yay! Und dann lass uns mal zum Essen rufen. Was sitzen hier alle hier essen? Dann passt das nämlich alles mal ein bisschen besser. Klar, der ist jetzt endlich auf derselben Altersstufe wie seine Mutter, aber. Nee. Okay, das wird sich dann in der Zeit regeln. Du brauchst 80 Tage, um erwachsener zu werden. Und die sind in 72 Tagen erwachsen. Also ich glaube, da werden wir den Geburtstag auch noch ein bisschen nachbessern. Ihr esst jetzt hier alle schön Kuchen. So ist das doch schön. Alle haben auch Spaß. Ah, dann können wir nämlich Aktion, eine Runde bilden und dann gerade einfach mal alle, die da, also ein paar, die da sind, und dann einfach zusammen tanzen. Dann haben wir nämlich das auch schon. Die Musik hört sich natürlich so leise an, weil ich insgesamt die Musik hier im Spiel ein bisschen runtergeschraubt habe. Deswegen klingt das jetzt so leise. Ich möchte gerne eine goldene. Haben drei gleichzeitig tanzen. Hä, es tanzen noch mehr als drei gleichzeitig. Hä, was ist denn das so buggy? Jetzt sind es gleichzeitig tanzen lassen. Drei Stück. Hier tanzen mittlerweile sechs. Aber das eh schon zu Ende war. Okay. Interessante Sache. Interessante Sache. Yay! Unser hat Geburtstag. Da werden wir natürlich jetzt auch eine Karriere einschlagen lassen, direkt. Stop. Dim, 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 dim. Und natürlich nehmen wir hier Leckermaul. Das ist die perfekte Karriere für ihn eigentlich. Hey, du musst doch. Ach so. Da duscht gerade irgendjemand. Genji schläft und unten geht das Chaos ab. Wer duscht denn da? Ach so. Achso. So, und ihr könnt jetzt eigentlich auch wieder nach unten gehen. Ihr braucht hier hingehen. Hier hingehen. Ich lasse jetzt gerade mal alleine losschicken. Tür abschließen für jeden außer Butler. Tja, okay. Zutritt gestatten für Gruppe Familie und Zutritt gestatten für Gruppe die Idole meinetwegen auch. Dann Zutritt gestatten für Gruppe. Okay, Familie ist ja schon. Und du hattest, glaube ich, auch noch Zutritt gestatten für Gruppe. Ach, bin ich. Ah, okay, du konntest da nicht, darfst nicht mehr in der Gruppe sein, weil du ja kein Teenager mehr bist. Oder? Ja, weil er deren Beitrittsanforderungen nicht mehr entspricht. Aber das ist nicht ganz so schlimm. So, Annika ist zur Schule. Die sind jetzt alle zur Schule. Du brauchst da nicht weiter tanzen beibringen, sondern du musst zur Schule.
Und ihr werdet jetzt alle fleißig lernen, weil ihr seid so schlecht in der Schule. Der pennt gerade erstmal, weil er ein paar Tage frei hat. Und die können hier nicht raus. Das fällt mir gerade mal auf. Ich schließe das mal auf. Ach, ich nehme immer das Falsche. So. Ihr dürft jetzt gerne gehen, ne? Also. Die, warum gehen die nicht? Warum gehen die nicht? Ausschalten. Geht jetzt. Ah, der sollte vielleicht Aktion Runde auflösen. Sind sie nicht mehr dazu gezwungen, hier zu sein? Ich muss los, danke. Ja, tschüss. Ich habe auch so ein Bild. Was mit euch? Für abschließend für jeden. Gruppe, Familie und zu. Statt ein Butler. Der Tim quatscht dann doch lieber draußen mit Pflanzen. Interessant. Also der ist auch ein komisches Kerlchen. Aber er ist nun endlich groß. Und wir können die Beziehung, oder? Nur Freunde sind feste Freundinnen. Aber sie ist ja eigentlich ein Teenie. Eigentlich können wir da ja keine Interaktion eigentlich mitmachen. Das ist ein bisschen schade. Warum liegt der da? Irgendwas ist hier teilweise manchmal echt ein bisschen seltsam, ne? Du musst immer noch Gegner studieren, mein Lieber. Du solltest lieber Gegner studieren, anstelle Filme über Hunde zu gucken. Wir üben noch ein bisschen und ich mache jetzt hier an dieser Stelle auch einen Cut und wir sehen uns dann in einer weiteren Folge am nächsten Freitag wieder. So müsste das, glaube ich, sein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich vielleicht doch zu viel aufgenommen habe. Also, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dahin, ciao!